Jeder, der Glück hat, und das sind hoffentlich ganz viele, kommt in Ruhestand, ins sogenannte AHV-Alter, wie wir ja sagen. Was hört man nicht alles von der AHV? Und dann ist man auf einmal damit konfrontiert. Auch mir ist es so gegangen, gerade jetzt im März 2018. Man wird älter und jetzt kommt auch noch der Papierkram. Ich habe mir dann einmal dran gemacht, schweren Herzens, und bin extrem überrascht gewesen, wie viel Hilfe und wie viel Freundlichkeit einem da entgegenkommt von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der AHV. SVA heisst es ja eben, Sozialversicherungsanstalt. Eigentlich braucht es nur ein bisschen Mut, das Hemmnis von der Kontaktnahme mit der SVA zu überschreiten. Vielleicht einmal online einsteigen, vielleicht auch zu telefonieren, vielleicht sogar zu schreiben. Julia Enderli hat das Buch vor kleinem Publikum, es sind gerade mal 26 Leute gewesen, eindrücklich gezeigt, was sie da damit meinen. Und diese Infos, die möchten wir Ihnen nicht vorenthalten. Dieses Bild haben Sie sicher schon in irgendeiner Form irgendwo mal gesehen. Hier haben wir die Abbildung von unserem Sozialversicherungssystem in der Schweiz, die drei Säulen. Wir haben in der ersten Säule die staatliche Vorsorge, wo die AHV, IV und eben auch die Ergänzungsleistung angegliedert sind. Die staatliche Vorsorge ist obligatorisch. Das heißt, ich kann mir auch nicht aussuchen, ob ich versichert sein möchte und ob ich zum Beispiel Beiträge zahlen möchte. Das geht nicht. Oder ich kann nicht sagen, nee, lass mal, ich hätte lieber meinen Bruttolohn und möchte keine Beiträge zahlen. Ist obligatorisch und wird finanziert durch das Umlageverfahren. Die erwerbstätige Generation finanziert eigentlich die Leistung von den rentenberechtigten Menschen. Wir bewegen uns heute in der ersten Säule, AHV, Ergänzungsleistung, und kommen zur Altersrente. Als erstes stellt sich natürlich die Frage, wann kann ich eine Altersrente beziehen? Das ordentliche Rentenalter, also wenn man nichts anderes beantragt, ist für Frauen 64 Jahre und für den Mann 65 Jahre. Sie haben aber die Möglichkeit, die Rente vorzuziehen oder aber auch aufzuschieben. Ein Vorzug der Altersrente ist für ein oder zwei Jahre möglich. Als Folge dessen, dass man halt seine Rente schon ein oder zwei Jahre länger oder früher beziehen kann, ist eine Kürzung der Rente vorgesehen. Wenn man ein Jahr vorzieht, sind das die 6,8%. Und wenn es zwei Jahre sind, dann kürzt sich die Rente um 13,6%. Diese Kürzung gilt ein Leben lang. Also es ist nicht, dass Sie zwei Jahre die AHV vorbeziehen, einen gekürzten Rentenbetrag erhalten und nachher diese Kürzung irgendwie entfällt oder so, wenn Sie dann im ordentlichen Rentenalter sind. Also einmal Kürzung, immer Kürzung. Den Vorbezug der Rente kann theoretisch jeder so machen. Ausgeschlossen sind Leute, die bereits eine Invalidenrente beziehen oder Hilflosenentschädigung. Was man sich auch bewusst sein muss, während diesem AHV-Vorbezug können keine Kinderrenten ausgerichtet werden. Eine Kinderrente würde dann ausgerichtet werden, wenn Sie Kinder haben, die entweder minderjährig sind oder Kinder, die zwar schon 18 waren, sich aber in erstmaliger Ausbildung befinden bis maximal 25. Dann gibt es nämlich eigentlich zusätzlich zu Ihrer Rente noch eine Kinderrente dazu. Beim Vorbezug nicht. Beim ordentlichen Rentenalter dann schon wieder. Das ist halt vor allem für Leute, die sich so einen Vorbezug überlegen, wichtig, die zum Beispiel schon eine IV-Rente haben und sich denken, macht vielleicht Sinn, auch gerade schon die AHV vorzuziehen, da gibt es verschiedene Gründe, dass die einfach wissen, wenn dort Kinderrenten, IV-Kinderrenten fließen, die werden dann eingestellt, sobald der Vorbezug gemacht wird. Wenn Sie die Rente aufschieben, haben Sie die Möglichkeit, Sie müssen sich nicht sofort entscheiden, das können Sie nachher, Sie können die Rente jederzeit nachher abrufen, aber einfach mindestens ein Jahr müssen Sie sie aufschieben, oder? Dann können Sie sagen, ein Jahr, zwei Jahre, Sie können auch dreieinhalb Jahre, und dann können Sie die Renten abrufen. Und dann kriegen Sie nämlich Ihre Rente plus einen Zuschlag. Und dieser Zuschlag, der hängt halt davon ab, wie lange die Rente aufgeschoben wurde. Der beträgt zwischen 5,2 und 31,5%. Sie können AHV vorbeziehen, Sie können sie aufschieben
und währenddessen auch noch erwerbstätig sein. Also nicht, dass Sie das Gefühl haben, Sie müssen die Rente aufschieben, damit Sie noch einer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Das ist manchmal ist ein bisschen dieses Missverständnis da. Sie können beides machen, Rente beziehen und arbeiten. Das spielt keine Rolle für uns. Wenn Sie im ordentlichen Rentenalter sind und weiterhin erwerbstätig, dann nachher müssen Sie auch weiterhin Beiträge zahlen. Die Arbeitslosenversicherungsbeiträge entfallen übrigens dann ab dem ordentlichen Rentenalter. Aber AV, IV, EO werden weiterhin abgezogen vom Lohn, aber es wird ein Freibetrag berücksichtigt. Jetzt, wann melden Sie sich an und wo? Wir empfehlen, egal was Sie vorhaben, ob Sie sagen, Sie möchten vorbeziehen, ordentlich beziehen oder aufschieben, melden Sie sich 3 bis 4 Monate vorher bei der zuständigen Ausgleichskasse an, weil es dauert immer ein Weilchen, bis die all ihre Abklärungen gemacht haben und gewerkelt und gerechnet. Und nicht, wenn, vor allem wenn Sie finanziell dann auf die Rente angewiesen sind, ist es ja wichtig, dass die auch pünktlich kommt, oder? Nicht, dass Sie danach in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Deswegen 3 bis 4 Monate. Wenn Sie die Rente vorziehen möchten, dann ist es, da ist es besonders wichtig, dass Sie pünktlich sind. Weil man kann einen Vorbezug nicht irgendwie nachträglich geltend machen. Also wenn ich die Rente vorziehen möchte, dann muss ich spätestens bis Ende von dem Monat, wo ich dieses Vorbezugsalter erreiche, die Anmeldung eingereicht haben. So als Beispiel, ich habe am 19. Oktober Geburtstag. Und wenn ich meine AHV nicht mit 64 als Frau, sondern zum Beispiel mit 62 haben möchte, dann muss ich bis am 31. Oktober, weil ich am 19. Geburtstag habe, bis am 31. Oktober von dem Jahr, wo ich 62 werde, diese Anmeldung eingereicht haben. Und sonst verwirkt diese Möglichkeit. Wichtig ist auch, dass Sie wissen, Sie müssen auch die ordentliche AHV anmelden. Und zwar egal, was vor ist, auch wenn man IV hatte vor oder bis zum letzten Tag arbeitet, das macht nicht Ihr Arbeitgeber, das macht niemand, das müssen Sie selbst. Da müssen Sie selbst aktiv werden und diese Anmeldung ausfüllen und abschicken. Den Aufschub, da hat man ein bisschen mehr Zeit, sage ich jetzt mal. Das kann man nämlich geltend machen, bis ein Jahr rum ist, seit dem Zeitpunkt, wo Sie ordentlichen Anspruch auf Rente gehabt hätten. Ich mache es wieder mit einem Beispiel von mir. Ich habe am 19. Oktober Geburtstag. Meine ordentliche Rente bekomme ich in dem Jahr, wo ich 64 werde, ab dem 1. November. Das heißt, wenn ich die Rente aufschieben möchte, muss ich es schaffen, diesen Aufschub geltend zu machen, bis am 31. Oktober von dem Jahr, wo ich 65 werde. Wo macht man das Ganze? Das macht man eben bei der zuständigen Ausgleichskasse und das ist jene, bei der Sie zuletzt Beiträge bezahlt haben, bei denen also Ihr Arbeitgeber abgerechnet hat. Ich meine, Sie haben auch natürlich die Möglichkeit, bei uns anzurufen und zu fragen. Wir können Ihnen auch sagen, wo abgerechnet wurde. Oder wenn man nicht erwerbstätigen Beiträge gezahlt hat, einfach an die Kasse wird das Anmeldeformular geschickt. Wenn Sie einen Ehepartner haben oder eine Ehepartnerin, die bereits eine Rente bezieht, vielleicht schon AHV, vielleicht aber auch eine Invalidenrente, danach ist automatisch die Kasse zuständig, die diese Rente schon ausrichtet. Ich habe Ihnen hier noch aufgeschrieben, und zwar, dass Sie die Formulare, die können Sie natürlich bei Ihrer Gemeinde beziehen, Sie können sie bei uns oder einfach bei den Ausgleichskassen beziehen. Und wenn Sie möchten, habe ich hier den Link noch, das www.svasg.ch aufgeschrieben. Das ist unsere Homepage, da haben wir einen sogenannten Online-Schalter. Da kann man auch alle Formulare, alle möglichen Formulare übrigens, runterladen oder eben ausdrucken, ausfüllen, wie auch immer. Gut, jetzt wissen wir, wann das mit der Rente möglich ist. Jetzt wollen wir noch wissen, wie berechnet sich denn dieses Ding? Und zwar sind eigentlich die großen 3 Faktoren, sind einerseits die Beitragsdauer, also wie lange habe ich denn in das Sozialversicherungssystem eingezahlt. Dann ist der 2. Faktor, wie viel Einkommen habe ich erwirtschaftet in all den Jahren, in denen ich gearbeitet habe. Und der 3. Faktor, der ist nicht immer gegeben, sind mögliche Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Sie werden beitragspflichtig, wenn Sie einen Lohn erzielen
und 18 Jahre alt sind, aber es zählen die Beiträge von dem Jahr, wo man 21 wird, bis eben zur ordentlichen Pensionierung. Und wenn man immer gearbeitet hat, dann hat man die volle Beitragszeit. Das sind dann bei Männern wären das 44 Jahre, bei den Frauen 43 Jahre. Und dann reden wir von der sogenannten Vollrente. Vollrente ist nicht gleich Maximalrente. Vollrente heißt einfach, dass sie immer Beiträge gezahlt haben. Man Beiträge in irgendeiner Form, oder? Es kann eben sein durchs Erwerbseinkommen, es kann aber auch sein, dass sie eben mal nicht erwerbstätigen Beiträge gezahlt haben, zum Beispiel während einem Studium oder bei Arbeitslosigkeit und so weiter. Wenn jetzt aber aus irgendeinem Grund Beitragslücken da sind, also man nicht während all diesen Jahren Beiträge entrichtet hat, dann reden wir von Teilrenten. Und da kommt es halt drauf an, wie viele Jahre eingezahlt wurde. Das wird eben so in Skalen eingeteilt. Also wir haben die Mindestbeitragszeit ein Jahr, damit überhaupt eine Rente fließen kann. Und deswegen haben wir von der Skala 1 bis zur Skala 44 ist da alles möglich. Und Beitragslücken kann man zum Beispiel haben, wenn man im Ausland war oder wenn man hier gearbeitet hat und nachher vielleicht 10 Jahre ins Ausland gegangen ist und zurück, dann hat man halt in diesen Jahren unter Umständen, nicht unter Umständen, sondern ziemlich sicher keine Beiträge hier gezahlt. Oder jemand, der zugewandert ist. Jemand, der nicht von Anfang an in der Schweiz gelebt hat, klar, der war halt irgendwann im Ausland und kommt sicher nicht auf die volle Beitragszeit. Gut. Dann das Erwerbseinkommen ist einfach gemeint, natürlich das, was Sie innerhalb von der Schweiz erwirtschaftet haben. Da werden nicht ausländische Erwerbseinkommen dazu gezählt. Und das Ganze wird mit einem Aufwertungsfaktor multipliziert. Und das ist einfach nur zum die Teuerung ausgleichen, oder? Weil es kann ja sein, dass Sie in Jahren tätig waren, in einkommensschwachen Jahren, oder? Und um denen gerecht zu werden, wird das Ganze quasi noch wie hochgerechnet. Und so kommt man dann auf ein durchschnittliches Einkommen. Und allenfalls gibt es noch Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Erziehungsgutschriften ist dann, wenn man Kinder hatte und die Kinder, also auch die Sorge für die Kinder hatte. Und das ist einfach von der Geburt, vom ältesten Kind bis zum 16. Lebensjahr des jüngsten Kinds. Das gibt dann einfach so eine Gutschrift und das ist ein fixer Betrag, das wird immer an den Rentenbeträgen festgemacht, das ist dreimal die Minimalrente, das wird dann einfach noch hinzugezählt. Die Betreuungsgutschriften können dann beantragt werden, wenn Sie eben eine, wie der Name sagt, eine Person betreut haben, eine Person aus der Familie. Und zwar muss das mindestens 180 Tage pro Jahr sein, diese Betreuung, also eine dauernde Betreuung. Die Person muss eine mittlere bis schwere Hilflosenentschädigung beziehen, damit das gegeben ist. Und sie darf nicht zu weit weg sein oder sie muss gut erreichbar sein. Entweder darf innerhalb von einer Stunde der Weg oder 30 Kilometer, so die Definition einfach, damit Sie das mal so am Rande noch gehört haben. Und man kann einfach diese Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, die werden dann zugezählt zum Ganzen und können dann eben etwas höhere Renten auslösen. Die gibt es übrigens nicht gleichzeitig, es ist immer entweder oder und auch nicht mehrere. Wenn Sie 3, 4 Kinder hatten, gibt es dann halt nicht 3 mal 3 mal 4 diese Gutschriften, sondern halt einfach vom Zeitraum an, wo das älteste Kind geboren ist, bis das jüngste Kind 16 war. Und während diesen Jahren gibt es diese Gutschriften. Hier haben wir eben in der oberen Linie eine volle Beitragsdauer, also da hat jemand immer gearbeitet und danach weiter, ich habe total übertriebene Zahlen genommen, einfach damit es klar wird, oder? Und da hat jemand wirklich sehr viel verdient, der bekommt dann eine Rente von 2.350 Franken pro Monat. Das ist die Maximalrente, also unabhängig davon die maximale Vollrente. Also auch wenn Sie ein Leben lang gearbeitet haben und unglaublich viel Geld verdient haben, das ist die Maximalrente von der AHV. Ganz egal, was der Blick dazu sagt. Man sieht manchmal so Schlagzeilen. Das ist auch die maximale IV-Rente. Die Schlagzeilen beziehen sich meistens nicht auf die AHV. Wenn Sie jetzt vollständige Beitragsdauer haben, also ein Leben lang, also ich sage es jetzt mal so salopp, ein Leben lang gearbeitet, aber wenig verdient haben. Ich meine, hier das Beispiel mit einem Franken ist natürlich... Man hat natürlich nicht am freien Franken verdient, man hat ja sicher das Mindesteinkommen gehabt. Aber auf jeden Fall eben, Sie haben sehr wenig verdient,
dann haben Sie trotzdem eine Rente von 1175 Franken pro Monat. Und jetzt haben wir das andere, das gegenteilige Extrem. Wenn Sie jetzt nur ein Jahr in der Schweiz Beiträge entrichtet haben und unglaublich viel verdient haben in dem Jahr, ist Ihre monatliche Rente 53 Franken. Wenn Sie nur ein Jahr gearbeitet haben und halt gerade den Mindestlohn bekommen haben, also mindestens nach AHV sind so knapp 5.000 Franken, ein bisschen drunter, danach haben Sie eine Rente von 27 Franken pro Monat. An der Stelle auch noch kurz ein Wort zu der Plafonierung. Plafonierung bedeutet, wenn zwei Renten zusammenfallen, also von Mann und Frau, wenn sie verheiratet sind und beide Rentenbezüge, dann dürfen diese Renten zusammen nicht mehr als 150% vom Maximum ausmachen. Und das heißt, die Renten werden von beiden im Verhältnis gekürzt. Das Einkommenssplitting, das ist die Einkommensteilung, das ist Folgendes, und zwar wird das gemacht, wenn wir eben bei der Rentenberechnung sagen, oder dass die Einkommen, die durchschnittlichen Einkommen, eine große Relevanz haben, dann ist das eben wichtig zu erwähnen, weil während der Ehejahre, wenn beide Renten beziehen, dann wird während den Ehejahren, werden diese Einkommen wie geteilt. Oder Sie können sich vorstellen, danach ist es nicht nur mein Einkommen, das zählt für die Rentenberechnung, sondern auch das von meinem Mann. Das wird wie in einen Topf geworfen und nachher jedem hälftig angerechnet. Das heißt, wenn ich mit jemandem verheiratet bin, der sehr gut verdient hat oder besser halt verdient hat als ich, dann profitiere ich halt ein bisschen davon. Dafür mein Mann, der halt mehr verdient hat als ich, er profitiert halt nicht wirklich, sondern seine Rente wird dadurch ein ganz klein wenig gestaucht. Dieses Splitting, das wird eben dann gemacht, wenn beide eine Rente beziehen oder wenn man sich trennt, also wenn man geschieden wird oder richterlich getrennt ist. Dann habe ich hier noch eine Zusammenfassung, mit der ich hoffentlich nicht mehr Verwirrung schaffe als Erläuterung. Und zwar, wie sich diese Rente berechnet. Wir haben also alle einrechenbaren Einkommen, die wir erwirtschaftet haben in der Schweiz. Das wird multipliziert mit dem Aufwertungsfaktor, damit der Teuerung gerecht wird. Und das geteilt durch die Jahre, die Sie Beiträge geleistet haben, das gibt das durchschnittliche Einkommen. Dazu kommen die durchschnittlichen Gutschriften, eben aus Erziehung und Betreuung, wenn es dann welche gibt. Und das gibt das Jahreseinkommen. Und mit diesem Jahreseinkommen wird dann auf diesen Listen geschaut. Das machen dann die Renten berechnen. Die schauen, Frau Meier hat dieses und dieses Jahreseinkommen und hat ein Jahr Beiträge gezahlt. Danach gehen sie auf die Skala 1 wegen ein Jahr Beiträge und dann danach kriegt die Frau Meier eine Rente zwischen 27 und 53 Franken. Wir haben hier das andere Extrem, die Skala 44, also jemand hat volle Beiträge gezahlt, immer. Und je nach Einkommen, wenn man viel verdient hat, 2.350 Franken, aber im Minimum sind es dann die 1.175 Franken. Und einfach nur dazwischen ist so ziemlich alles möglich. Ich habe einfach noch zwei Beispiele mit der Skala 12. Da hat also jemand rund 12 Beiträge geleistet. Und so funktioniert es. Jetzt ist ja das Gute an dem Ganzen, dass Sie selber das nicht ausrechnen müssen. Und zwar lassen Sie das einfach machen. Und das empfehle ich allen, die noch keine AHV beziehen, dass man diesen Service auch wirklich wahrnimmt. Er ist kostenlos. Und Sie können eine Rentenvorausberechnung machen lassen in allen Variationen. Also Sie können dieses Rentenvorausberechnungsformular ausfüllen. Das sieht übrigens dann fast 1:1 aus wie das richtige Rentenformular. Und können dort ankreuzen und sagen, rechnet mir, wie viel Rente bekomme ich bei 2 Jahren Vorzug, 1 Jahr Vorzug, wenn ich es normal beziehe, wenn ich so lange aufschiebe, 4, 5 Jahre und so weiter. Und dann kriegen Sie nämlich die verschiedenen Variationen, die verschiedenen Resultate von der Ausgleichskasse, die rechnen das so, und zwar genau echt so, wie wenn Sie wirklich eine Rente dann beziehen würden. Das wird nicht irgendwie so handgelenkt mal Pi gerechnet. Und dann bekommen Sie das Ergebnis und mit dem können Sie dann auch ein bisschen was anfangen, oder? Weil mit meinen Erklärungen jetzt mit Aufwertungsfaktoren und Beitragsjahren ist es auch ein bisschen schwierig, sich jetzt für sich selbst ein Bild zu machen. Ja gut, was heißt das für mich selbst? Nutzen Sie das. Und zwar haben wir dort wieder die Formulare,
auf unserer Homepage, auf diesem Online-Schalter. Sie können in einem ersten Schritt, wenn Sie das möchten, auch auf unserer Homepage unseren Berechner, unseren Online-Rechner benutzen. Es ist natürlich nicht so genau, wie wenn das dann eine Ausgleichskasse macht, weil die machen dann wirklich das, was sie auch im Ernstfall machen. Die rufen all die individuellen Konti zusammen, also überall, wo sie ja Beiträge gezahlt haben, bei den Kassen ist das alles abgespeichert. Die rufen das alles zusammen und rechnen das aus. Dann kommen wir zu den Ergänzungsleistungen. Jetzt ist es folgendermaßen. Wenn Sie diese Rente jetzt haben, vorbezogen, ordentlich oder irgendwann halt mal die aufgeschobene Rente ausgelöst haben und das Geld reicht nicht, danach kommt die Ergänzungsleistung zum Zug. Das ist so mal ganz vereinfacht gesagt. Vielleicht ein paar Worte zur Geschichte von der Ergänzungsleistung. Sie müssen sich vorstellen, in den 60er Jahren hat es so über 200.000 Menschen gegeben, die eine Rente bezogen haben und von der Fürsorge abhängig gewesen wären. Einfach weil diese Renten, wir haben ja jetzt die Beträge gesehen, damit zahle ich nicht meine Miete und meine Krankenkasse und so weiter, auch wenn kein Luxusleben da ist, oder? Und da hat sich der Gesetzgeber was einfallen lassen müssen, weil es ist ja nicht Sinn und Zweck, dass jeder, der nach einer AHV hat, zum Sozialamt gehen muss. Und deswegen wurde das Ergänzungsleistungsgesetz ausgearbeitet, und zwar als Idee, um den Leuten einfach die Existenz halt zu sichern, oder? Und das war erst als Übergangslösung gedacht. Man hat nämlich immer gefunden, okay, wenn dann das BVG-Obligatorium kommt oder das mit den Pensionskassen, das ist erst seit 1985 obligatorisch. Vorher gab es kein Obligatorium. Und da hat man dann gedacht, gut, wenn das dann kommt und die Leute dann eben besser versichert sind und das wirft dann auch mehr Renten ab später für die einzelne Person, dann ist das vielleicht nicht mehr nötig. Nein, dem war nicht so. Die Ergänzungsleistung gibt es heute noch, die wird es auch weiterhin geben. Einfach damit Sie das mal ein bisschen gehört haben, woher das in etwa kommt, dass das als Übergangslösung gedacht war und jetzt ein ganz fester Bestandteil ist von unserem Sozialversicherungssystem. Das hilft viel. Ich habe hier noch 3-4 Stichworte aufgeschrieben, wozu ich etwas sagen möchte, und zwar die Ergänzungsleistungen sind eine subsidiäre Leistung zur Existenzsicherung. Hört sich gut an, ne? Das heißt, dass erst alle anderen Leistungen abgeholt werden. Wenn Sie also Ergänzungsleistungen beantragen, wollen wir, ich sage jetzt wir von der Ergänzungsleistung, sichergehen, dass Sie aber Ihre Rechte eingeholt haben auf eine Pensionskassenrente oder vielleicht auf Unterhalt und. Oder als letztes zahlt quasi die Ergänzungsleistung. Das ist das, was dieser erste Punkt aussagen möchte. Dann ist es eine Bedarfsleistung. Das ist ein Unterschied zur AHV. Die AHV-Rente, die bekommen Sie, und zwar völlig egal, ob Sie eine arme Kirchenmaus sind oder ob Sie auf einem Schlösschen leben. Das ist ja völlig unabhängig davon. Und die Ergänzungsleistung, da muss der wirtschaftliche Bedarf ausgewiesen werden. Wir müssen also sehen, da sind mehr Ausgaben als Einnahmen. Die Person kann ihre Kosten nicht mit ihren Einnahmen decken. Ganz wichtig ist, finde ich, was den Leuten bewusst ist, es ist keine Fürsorge, also das ist nicht das Sozialamt, es sind keine Almosen. Sie haben einen rechtlichen Anspruch auf die Ergänzungsleistung. Es ist nicht etwas, für das man sich schämen muss, es ist nichts, wofür man Danke sagen muss, es ist ihr Recht, diese Ergänzungsleistungen zu beziehen. Deswegen ist es auch so, dass die nicht zurückerstattet werden müssen. Wenn alles normal funktioniert und nicht aus irgendeinem Grund zu viel bezogen wird, da müssen die Ergänzungsleistungen nicht irgendwie zurückbezahlt werden, wenn man plötzlich zu Geld kommt. Also wenn ich 5 Jahre lang EL ist kurz für Ergänzungsleistung, wenn ich 5 Jahre lang EL beziehe und alles dort korrekt gelaufen ist und ich gewinne dann im Lotto, dann kommt nicht plötzlich jemand und sagt, so, jetzt hast du ja Geld, jetzt zahl mal die letzten 5 Jahre zurück. Das ist ein Unterschied beim Sozialamt. Wenn Sie auf Sozialamt angewiesen sind, dann und kommen irgendwann wieder richtig zu Geld, danach müssen Sie die Schuld ja begleichen. Das sind keine Schulden. Sie haben aber eine Meldepflicht. Das liegt daran, dass die Ergänzungsleistung sehr individuell berechnet wird und auch eine lebendige Leistung ist, sage ich jetzt mal, weil es halt eben abhängig davon ist, wie hoch sind denn Ihre Ausgaben und wie hoch sind die Einnahmen, müssen auch jegliche Änderungen gemeldet werden. Es spielt eine Rolle, ob Sie
in der Mietwohnung A wohnen oder in der Mietwohnung B, die 200 Franken teurer oder günstiger ist zum Beispiel. Und deswegen müssen so viele Sachen gemeldet werden. Was manchmal ein bisschen das Problem ist, ist, dass die Leute sagen, ja, aber ich habe das ja auf meiner Steuererklärung ausgefüllt zum Beispiel. Das merken wir nicht, oder? Wir sehen ja nicht die Steuern. Oder was ich auch schon hatte, ist, dass jemand gesagt hat, doch, doch, ich habe das der Versicherung angegeben und am Schluss ist rausgekommen, dass sie es der Helvetia angegeben hat. Aber die Helvetia ruft nicht an und sagt, die wissen ja nicht mal, dass die Person dann Ergänzungsleistung hat. Aber die AHV-Zweigstelle ist sicher die richtige Anlaufstelle oder direkt bei der, also ja, ich sage jetzt nur, normalfall sind es wir, die das Brechen auszahlen dann. Ja, das ist egal, ja. Ja. Und ich empfehle, dass man es schriftlich macht. Das ist einfach so eine Empfehlung, weil dann ist man einfach auf der sicheren Seite. Die Familien werden zusammenberechnet, soll heißen, wenn sie also verheiratet sind, dann werden sie zusammengerechnet. Das heißt, es ist völlig unabhängig vom Güterstand und alles, oder? Also man kann nicht sagen, ich möchte jetzt Ergänzungsleistung haben, weil ich habe schon die AHV, meine Frau arbeitet aber noch und die verdient auch 60.000 Franken im Jahr, aber das Einkommen dürft ihr nicht angucken, weil wir haben Gütertrennung. Das gibt es wie nicht, diese Güterstände bei der Ergänzungsleistung. Es wird immer, alle Ausgaben- und Einnahmenpositionen werden von der gesamten, also Berechnungsfamilie, muss ich sagen, angeschaut. Was irrelevant ist, ist, wenn Sie jetzt einen 30-, 40-jährigen Sohn haben oder der allein lebt alles drum und dran, der hat ja auch keine Rente, der gehört gar nicht in diese Berechnung. Ich meine, dem seine Finanzen sind natürlich gleich, sind völlig egal, oder? Das ist auch so ein Unterschied zum Sozialamt. Das Sozialamt kann ja dann auf direkte Verwandte auch zurückkommen und sagen, ja, aber dort bitte Verwandtenunterstützung und so weiter. Das gibt es nicht bei uns, das schon nicht. Aber so, dass das halt auch, kommt dann halt nicht nur bei Ehepaaren zum Zug, sondern auch wenn Kinderrenten gesprochen werden und die Kinder leben ja dann zu Hause, dann werden auch von diesen Kindern die Einnahmen, die Ausgaben werden mit berücksichtigt. So, die Anspruchsvoraussetzung. Wann kann ich denn Ergänzungsleistungen haben? Das sind die drei, die erfüllt sein müssen. Der Leistungsbezug, AHV, ich habe IV einfach auch noch reingeschrieben, das ist so Gewohnheitssache. Sie müssen eine Rente beziehen aus der Altershinterlassenenversicherung oder Invalidenversicherung. Eine Hilflosenentschädigung tut es übrigens auch. Oder ein IV-Taggeld, einfach so der Vollständigkeit halber, wäre auch noch so ein Leistungsbezug. Da muss der Wohnsitz und der tatsächliche Aufenthalt muss in der Schweiz sein. Wohnsitz ist, glaube ich, klar, man muss in der Schweiz gemeldet sein. Aufenthalt, was bedeutet das? Es wird so gesagt oder so definiert, dass der Lebensmittelpunkt in der Schweiz sein muss. Und das bedeutet im Klartext eben, dass wenn jemand mehr als 3 Monate am Stück oder ein halbes Jahr insgesamt vom Kalenderjahr unterwegs ist im Ausland, dass der Leistungsanspruch entfällt oder eingestellt wird. Für Leute, die nicht Schweizer Bürger sind oder aus dem EU-EFTA-Raum kommen, gelten dann auch noch sogenannte Karenzfristen, oder? Das heißt, die müssen auch eine gewisse Anzahl Jahre in der Schweiz gewesen sein, in der Schweiz den tatsächlichen Aufenthalt und Wohnsitz gehabt haben, bevor sie überhaupt Ergänzungsleistungen beantragen können. Und wie lang diese Karenzfristen sind, diese Sperrfristen, sage ich jetzt mal, bis man Leistungen beziehen kann, das hängt halt vom Staat ab, also wo man Staatsbürger ist. Aber ganz klar wichtig, dass die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Und zwar die gesetzlich anerkannten Ausgaben, die anrechenbaren Einnahmen. So, ab wann kann ich denn die Ergänzungsleistungen haben? So grundsätzlich sagen wir, ab dem Monat, wo jemand uns das Gesuch einreicht. Ab dem Monat rechnen wir und zahlen wir dann die Leistung. Es gibt 2 Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, Sie kriegen Ihre Rentenverfügung. Und wenn Sie sich innerhalb von einem halben Jahr nach dieser Verfügung anmelden, dann wird die Ergänzungsleistung rückwirkend ab Rentenbeginn berechnet und ausgezahlt. Die 2. Ausnahme ist, wenn jemand in ein Heim eintritt und sich innerhalb von 6 Monaten bei der Ergänzungsleistung anmeldet, kann rückwirkend ab diesem Heimeintritt die EL berechnet und ausgezahlt werden. Jetzt, wie viel Ergänzungsleistung jemand bekommt, ist halt ganz abhängig, das ist ganz individuell, oder? Weil es gibt diese
anerkannten Ausgaben. Ich habe jetzt einfach mal ein kleines Muster von diesen Ausgaben dort reingetan. Es sind natürlich noch etwas mehr. Das ist sicher bei jedem eine Krankenkassenpauschale, die wir sagen, muss gezahlt werden. Das ist eben ein Pauschalbetrag. Dann steht jetzt hier persönliche Auslagen. Wir reden da eigentlich vom Lebensbedarf bei uns. Das ist auch ein Pauschalbetrag, der so Kosten abdeckt wie Verpflegung, Freizeitgestaltung, Steuern, aber auch alle Versicherungen, die man zahlen muss zum Beispiel. Und danach haben wir die Bruttomiete, die sicher auch anfällt. Wenn jemand im Eigentum wohnt, sieht es noch ein bisschen anders aus, diese Berechnung. Da macht es dann noch einen Unterschied. Und demgegenüber stellen wir die Einnahmen, die jemand hat. Das sind alle Rentenleistungen, die jemand bekommt, außer wenn er nicht im Heim ist, die Hilflosenentschädigung. Und dann wird ein sogenannter Vermögensverzehr angerechnet. Was heißt das? Der Gesetzgeber musste sich irgendwas überlegen, dass das Vermögen ja noch eine Rolle spielt, oder? Weil wir haben gesehen, ich meine, die AHV, anhand von der AHV-Rente, wenn jemand nicht noch super BVG-versichert war, dann hat jeder Ergänzungsleistung, was jetzt rein von den Einnahmen, oder? Und es ist natürlich nicht gedacht, dass jemand auf seinem Bankkonto seine 2 Millionen hat und seine 3 Schlösser, aber weil er halt einfach die AHV-Rente hat, dann noch zusätzliche Ergänzungsleistungen bezieht. Es muss also irgendeinen Weg geben, das Vermögen zu berücksichtigen. Und das hat der Gesetzgeber so gelöst, indem er gesagt hat, gut, wir rechnen einfach einen Bruchteil vom Vermögen als Einnahme an. Und das ist dieser sogenannte Vermögensverzehr. Das Erwerbseinkommen, falls jemand noch ein Erwerbseinkommen erzielt, wird auch angerechnet. Das wird aber privilegiert, nennen wir das. Und zwar, wenn ich 1.000 Franken im Monat verdiene, als ehelbeziehende Person, dann habe ich nicht plötzlich irgendwie 1.000 Franken weniger Ehe deswegen, sondern das Einkommen, da wird ein Freibetrag abgezogen und dann werden nur 2/3 von dem angerechnet. Das soll auch ein Anreiz ja sein, oder, dass jemand arbeitet. Also man muss natürlich nicht arbeiten, wenn man die AHV bezieht, aber einfach so, sonst macht es ja keinen Sinn, oder? Sonst verdiene ich 100 Franken und die Ehe wird um 100 gekürzt. Dann sagt man sich ja okay. Und deswegen ist das ist diese Art der Anrechnung so. Zinserträge, also das, was das Vermögen abwirft, und Einnahmen vom Grundeigentum habe ich jetzt da noch drauf getan, eben wenn Sie Grundeigentum haben, also ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung. Danach ist natürlich ein Teil davon, fließt sicher ins Vermögen, also der Verkehrswert, da fließt etwas ins Vermögen. Und wenn Sie Einnahmen aus diesem Grundeigentum haben, also wenn Sie das vermietet haben, danach wird das natürlich also angerechnet, das macht durchaus Sinn. Es wird aber auch immer der Eigenmietwert angerechnet, auch wenn das Haus leer steht zum Beispiel. Und jetzt haben wir hier eben rot, die Ausgaben sind mehr als die Einnahmen, dann ist diese Differenz die Ergänzungsleistung, die wir monatlich auszahlen. Wenn jetzt jemand im Heim lebt, dann sieht es ähnlich, aber ein bisschen anders aus. Und zwar haben wir wieder das bei den Ausgaben diese Krankenkassenpauschale. Die persönlichen Auslagen, die massiv tiefer sind, als wenn jemand zu Hause lebt. Wir reden also bei den persönlichen Auslagen, wenn jemand im Heim lebt, reden wir so von, im Schnitt sage ich jetzt 5.000 Franken im Jahr. Wenn jemand zu Hause wohnt, sind es 19.290 Einzelpersonen. Das ist ein massiver Unterschied. Warum? Weil wir bei den Ausgaben von Heimbewohnern die Heimkosten berücksichtigen. Und in diesen Heimtaxen ist die ganze Wohnung, das ganze Betreuen, das Wohnen und Betreuen ist ja da drin enthalten. Deswegen braucht es eben nicht mehr so einen hohen Lebensbedarf, oder wie bei Leuten, die zu Hause leben. Die Heimtaxe, wie gesagt, Pension, Betreuung, plus der Selbstbehalt aus den Pflegekosten wird dort angerechnet. Dem stellen wir wieder die Einnahmen gegenüber, wieder alle Renten, wieder ein Bruchteil vom Vermögen, der Zinsertrag, die Hilflosenentschädigung wird auch zusätzlich zu den anderen Renten dazugezählt, wenn man sie hat. Wenn jemand Heim- und Zusatzversicherung abgeschlossen hat, die an diesen Heimaufenthalt was zahlen, ich meine nicht an die Pflege, sondern wirklich an den Aufenthalt selber, an die Pension quasi, danach würden wir das auch berücksichtigen und dann ist wieder das mit dem Grundeigentum. Und die Differenz ist wieder die Ergänzungsleistung. Wenn Sie mal Ergänzungsleistung haben, dann können Sie auch Krankheitskosten einreichen. Das sind halt Sachen, die müssen Sie separat geltend machen, kleine separate Gesuche stellen.
Ich habe hier drei Hauptkrankheitskostenarten aufgeschrieben. Es gibt natürlich mehr Krankheitskosten, die bei uns rückerstattet werden oder von uns rückerstattet werden. Das sind einfach die drei größten Faktoren oder die häufigsten. Das ist einerseits mal die Kostenbeteiligung aus der Grundversicherung, also Selbstbehalt und Franchise. Wenn Sie hier zum Arzt gehen, dann zahlt das eigentlich die Krankenkasse, aber Sie müssen die Franchise zahlen und den Selbstbehalt 10% bis 700 im Jahr. Und die Franchise ist 300 pro Jahr, wenn Sie die Prämie nicht verändert haben oder wenn Sie nicht gesagt haben, ich will weniger Prämie zahlen, dafür eine höhere Franchise haben. Und so kommen wir auch auf die 1000. Oder wir sagen, gut, wenn jemand nicht an der Prämie geschraubt hat, dann ist die Franchise im Jahr 300, immer 10% bis 700 Selbstbehalt, 300 plus 700 sind 1000. Und das können wir dann auch rückerstatten, diese 1000. Zahnärztliche Behandlung, insofern sie wirtschaftlich und zweckmäßig sind und einfach. Was das dann im Detail heißt, das wird geprüft. Also ich kann Ihnen sagen, es wird auf den Taxpunktwert geschaut zum Beispiel. Wenn größere Behandlungen anstehen, so 3000 Franken plus, wird sowieso erwartet, dass vor ein Kostenvoranschlag kommt. Dann haben wir Vertrauenszahnärzte, die das anschauen. Weil, also ich glaube, da sind alle froh, wenn nicht wir Sachbearbeiter, die irgendwie das KV gemacht haben, plötzlich Zahnarztentscheidungen fällen müssen. Und danach kriegt man dann auch einen Bescheid oder kann das je nachdem diese Behandlung dann anpassen lassen. Und dann ist noch Spitex Haushaltshilfe ist aufgeführt. Damit ist gemeint, wenn Sie Unterstützung brauchen im Haushalt zum Beispiel und jemand kommt mit und Haushaltsleistungen wie Kochen, Putzen, Waschen, dann kann uns das auch, kann das zur Rückerstattung gegeben werden. Ich meine, klar, da gibt es dann immer noch so Maximalansätze, aber so im Grundprinzip übernehmen wir diese Kosten. Ein Selbstbehalt der ambulanten Pflege übrigens auch. Wie kommen Sie zu dieser Ergänzungsleistung? Auch da gibt es wieder ein offizielles Anmeldeformular und lassen Sie sich nicht abschrecken von dem, es ist, man will alles Mögliche von Ihnen wissen. Da habe ich auch schon Leute gehört und auch verstanden, dass die fast ein bisschen empört waren und sagen, ja, also was wollt ihr denn? Ihr guckt da mir fast in die Stube rein. Es ist einfach notwendig, dass wir eben all diese Sachen wissen, damit wir diese wirklich individuelle Leistung auch berechnen können. Diese Formulare, die können Sie inklusive halt der ganzen Beilagen, die es dann jeweils braucht, bei der AHV-Zweigstelle von Ihrer Wohngemeinde abgeben. Die prüft das auf die Personalien und schickt uns das zum Berechnen. So etwas wie bei den Renten, wo ich vorher gesagt habe, provisorische Rentenberechnung, das gibt es bei der Ergänzungsleistung nicht, weil das auch stetig im Wandel ist. Oder wir können nicht jetzt sagen, wie es in 2 Jahren ist, da kann sich ja alles verändern. Und deswegen, was Sie machen können, ist, Sie können dort auch diesen Online-Rechner nutzen auf unserer Homepage, um sich mal ein bisschen so ein Bild zu machen. Oder was ich auch empfehlen kann, sind die Pro-Werke, also Pro Senectute oder Pro Infirmis, bei Leuten, die noch nicht im AHV-Alter sind, die auch eine sehr gute beratende Funktion dort haben und auch den Leuten ein bisschen helfen können, abzuschätzen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Aber ich sage, es ist klar, es ist Papierkram, aber verlieren können Sie ja eigentlich auch nichts, wenn Sie sich mal anmelden. Ich sehe dann eher mal Leute, die dann zögern, weil sie eben aus irgendeinem Grund nicht wollen. Und danach sehe ich das beim Berechnen so, ja okay, theoretisch hätte die Person schon vor 2 Jahren Ergänzungsleistung gehabt und hat einfach so auf Sparflamme gelebt, bis sie sich durchringen konnte zum Anmelden. Oder das ist schade, die Leistungen stehen ihnen zu. Dann kommen wir noch kurz zur Pflegefinanzierung. Das ist für die Leute, die in einem Pflegeheim leben und zwar fix, oder? Also die stationär in einem Pflegeheim leben und grundversichert sind. Dann werden da die Pflegestufen 1 bis 12 eingeteilt. Und zuständig für diese Berechnungen ist der Kanton, in dem Sie gewohnt haben, vor Heimeintritt. Da gibt es immer mal wieder Streitereien, deswegen habe ich da jetzt nicht, will ich gar nicht weiter ausholen. Sie können sich aber einfach anmelden, weil schlussendlich wird es dann auch nicht auf Ihrem Rücken ausgebadet. Das machen dann die Kantone unter sich. Wenn Sie eben in einem Heim leben, dann fallen da so verschiedene Kostenpunkte an. Sie haben einerseits die Pension, also die Hotellerie, das, was der Aufenthalt an und für sich mal kostet, die Betreuung, die Sie dort in Anspruch nehmen und eben die Pflegekosten. Und das ist das, worauf die Pflegefinanzierung abspielt. Das mit der Pension und Betreuung, das bleibt bei der Pflegefinanzierung weg. Und die Pflegefinanzierung ist auch völlig unabhängig von Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Wenn wir jetzt diese Pflegekosten angucken,
Dann beteiligen sich da drei Parteien daran. Und zwar Sie mit 21,60 maximal pro Tag. Die Krankenkasse zahlt 9 Franken pro Pflegestufe an diese Pflegetaxe ran. Und der Rest, den zahlt dann die Gemeinde aus. Wir rechnen es aus, Sie kriegen auch die Post von uns und die Gemeinde zahlt dann aus. Wenn jemand Ergänzungsleistung hat übrigens, dann sind diese 21,60, die die Leute eigentlich selber an die Pflege zahlen müssen, die werden wiederum in der Ergänzungsleistung berücksichtigt. Die Pension und Betreuung, die ja hier nicht enthalten ist, die macht einen großen Teil der Heimkosten aus. Und deswegen ist es auch oft, dass die Leute, wenn sie dann ins Heim kommen, früher oder später auf die Ergänzungsleistung angewiesen sind. Weil ich meine, so Pension und Betreuung, die können zusammen 180 Franken sein oder 150 Franken, ist völlig normal, pro Tag. Und dann sind die Pflegekosten ja noch nicht dabei, oder? Und dafür, genau dafür ist ja dann aber auch die Ergänzungsleistung da, um diese enormen Kosten zu decken. Zu den Pflegekosten und wie die finanziert werden, jetzt noch mal kurz ein Beispiel. Wir haben hier jemanden, der ist in der Pflegestufe 4 und dessen Pflege kostet pro Tag 75 Franken. Habe ich gesagt, die Krankenkasse pro Stufe 9 Franken, die Krankenkasse zahlt also 36 Franken dran. Dann gucken wir den Selbstbehalt, ziehen wir noch ab die 21,60. Das also, was der Mensch, der in dem Heim wohnt, selber dran zahlt oder über die Ehe abgeholt wird, dann ist die Restfinanzierung 17,40 Franken, die pro Tag gezahlt wird. Dann habe ich noch ein Beispiel mit der Pflegestufe 2. Da kostet die gesamte Pflege 34 Franken, Anteil Krankenkasse 9 mal 2, 18. Und dann bleiben nur 16 Franken übrig. Und weil diese 16 Franken halt eben nicht über die 21,60 rausgehen, gibt es hier keine Pflegefinanzierung. Die Hilflosenentschädigung. Bei der Hilflosenentschädigung, das ist eigentlich eine Rente, die Sie geltend machen können. Das prüft die IV-Stelle übrigens. Und da wird unterschieden, wie hilflos ist denn jemand. Da gibt es schwer, mittel oder leicht. Und wie unterscheidet sich das? Bei der schweren Hilflosenentschädigung sagt man, dass jemand ist schwer hilflos, wenn er in 6 alltäglichen Lebensverrichtungen eingeschränkt ist und auf dauernde Pflege und Überwachung angewiesen. Die 6 Lebensverrichtungen, das sind so Sachen wie Essen, Aufstehen, Hinsetzen, Notdurft verrichten, sich hinlegen, ankleiden, Fortbewegung. Von einer mittleren Hilflosigkeit sprechen wir, wenn es bei 4 bis 6 Lebensverrichtungen eben nicht mehr ohne Hilfe geht oder wenn man in 2 Lebensverrichtungen eingeschränkt ist und dazu aber eben eine Überwachung nötig ist oder halt so eine lebenspraktische Begleitung. Mit der lebenspraktischen Begleitung ist gemeint, die Person kann nicht ganz selbstständig wohnen oder da ist eine Gefahr von Isolation oder auch die Person braucht Hilfe beim Kontakt zur Außenwelt und ist angewiesen auf Hilfe, wenn sie eben außerhalb der Wohnung irgendwas machen muss, organisieren muss. Und die leichte Hilflosigkeit, das ist bei 2 bis 3 alltäglichen Lebensverrichtungen oder dauernde Pflege und Überwachung oder der lebenspraktischen Begleitung. Betraglich sieht das dann so aus, das wird nicht wieder irgendwie individuell berechnet mit irgendwelchen Beiträgen oder so, wenn man schwer hilflos ist, 940, 588 und 235 bei leichter Hilflosigkeit. Einfach ist es natürlich nicht, aber Julia Endeli hat sicher gezeigt, dass man auf alle Fragen eine Antwort bekommt. Und die Frage hat es natürlich gegeben. Bei allen Erklärungen gibt es die natürlich immer und die können meistens im Detail auch nur persönlich beantwortet werden. Trauen Sie sich einfach, es ist viel einfacher, als es zuerst oder Angie macht. Die SV St. Gallen ist per Post, Telefon und eben auch online verfügbar.